Die Fahrt selber, die wir gleich unternehmen werden, ist so, dass wenn Sie an Bord gehen, Sie werden Plätze zugewiesen bekommen. Und damit wird dann eine Runde gedreht werden. Diese Runde selber ist nicht allzu lang. Wir fahren etwa 1,5 Kilometer stromaufwärts und dann drehen wir um die Insel herum und fahren wieder zurück. Und dann gibt es etwas beschleunigte Geschwindigkeit. Ich kann nur warnen, nicht überreißen. Das Boot muss in einem einheitlichen Ruderrhythmus fahren und vor allen Dingen Ruder ausrichten, Haltung bewahren, keinen schlechten Außeneindruck bitte vermitteln, indem alles durcheinander läuft. Bitte hier strengstens auf die Kommandos des Kapitäns an. Ich setze auf die Regina, weil Länge läuft und wir sind ja deutlich länger. Ja, das heißt es ihm bei den Booten, dass Länge läuft, wie es oft auch. Das müssen wir sehen, ob das tatsächlich einen Unterschied ausmacht. Es kann heute nur Gewinner geben an diesem großartigen Tag. Also wir freuen uns so, dass die Erlanger zu uns gekommen sind und wir werden ja erstmal in aller Ruhe um die Insel fahren und dann mal schauen, wer die längere Luft hat auf den letzten 100 Metern. Aber wir arbeiten so gut in so vielen Bereichen zusammen, dass egal wie das heute ausgeht, es nur Gewinner geben kann. Aber im Herzen und mit allem, was ich hier heute in die Waagschale werfen kann, egal wo ich gleich hingestellt werde, bin ich natürlich für das Römerboot der Uni Regensburg. Auf jeden Fall freue ich mich ganz stark. Für die Fahnen spricht, dass wir das originalgetreuere, die originalgetreuere Nachbildung haben, allein was die Ruderaufhängung angeht, was die Riemenaufhängung angeht. Genau, ich denke, dass wir damit ganz gut punkten können. Ja, Regensburg, selbstverständlich. Weil wir erstens ein bisschen mehr Manpower haben. Hier sitzen, glaube ich, ein paar mehr Ruderer, würde ich mal sagen. Und ich glaube, verspreche nicht so viel, wenn ich sage, dass die langjährige Erfahrung am Ende den Sieg davontragen wird. Wir haben zwar gesehen, die treten viel professioneller auf, aber das wollen wir dann mit ganz viel Engagement wettmachen. Ich kämpfe mit dem Herzen für das Boot der Friedrich Alexander und der Erlanger Nürnberg. Mit dem Namen, da kann man ja nur vorne sein, das ist ja vollkommen klar. Nein, das Boot ist jünger, es ist wahrscheinlich, ich bin kein Experte für Römerboote, ja, ich würde es mal strömungsmechanisch sehen, vermutlich etwas schnittiger gebaut und wird mit Sicherheit den Sieg davon tragen. Also die ganzen Fakten, welches Boot länger ist, wer die besten Rudermomente hat, das ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern es gibt den wunderbaren amerikanischen Spruch, in a 10-mile run, the last 3 feet count. Das heißt, wenn man 10 Meilen läuft, kommt es darauf an, wer auf den letzten Metern die Nase vorne hat. Und dann schauen wir mal. Also ich fand unser Boot schneller. Ja. Also wir haben sie erstmal etwas von uns ziehen lassen. Wir haben eine große Schleife gedreht, wie Sie ja gesehen haben, und auf die Herren gewartet. Ja. Aber es ging eigentlich ganz gut. Wir sind gemeinsam ins Ziel gekommen. Genau. Und so machen wir das auch mit anderen Projekten. Ne? Richtig, das war ja der Ausgangspunkt des Ganzen. Wir haben ja sehr viel vor und machen sehr viel gemeinsam. Und insofern war das hier wirklich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr symbolisch. Und es hat einfach riesig Spaß gemacht.